Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist der erste Weihnachtstag, das heißt gestern war Heiligabend und ich wollte euch in diesem Video mal die Geschenke zeigen, die ich eben gestern bekommen habe. Ich hoffe, ihr habt gestern alle schön gefeiert und feiert vielleicht heute sogar auch noch weiter mit der Familie. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal mit den Geschenken. Ich bin echt richtig glücklich mit allen Sachen, die ich bekommen habe. Freue mich voll und bin auch super dankbar. Das erste, was ich euch zeige, ist einfach nur super, super lustig und ich liebe es wirklich. Also, ihr kennt bestimmt Weihnachten bei den Hoppenstedts von Loriot. Das kommt ja jedes Jahr an Heiligabend im Fernsehen. Wir haben es gestern auch wieder geguckt. Und ja, in diesem kleinen Buch findet man den ganzen Text zu den kleinen Szenen, die dort immer gezeigt werden. Und da sind eben auch Bilder drin. Und hier zum Beispiel, wir gucken das wirklich jedes Jahr aufs Neue und ich finde, es wird auch einfach nicht langweilig. Also Weihnachten bei den Hoppenstedts ist wirklich ein Muss an Heiligabend und ja, es ist super cool, dass Mama daran gedacht hat. Ich habe das nicht mal gewünscht und sowas finde ich immer mega cool, so kleine Überraschungen irgendwie. Wie jedes Jahr darf irgendwie an Heiligabend auch Kleidung nicht fehlen. Ich habe ein Polo-T-Shirt von Abercrombie bekommen. Das ist ein weißes, ein ganz schlichtes. Und hat eben da den Elch drauf. Das habe ich mir auch nicht gewünscht und ich finde es echt mega schön, weil ich halt Poloshirts echt richtig gern trage. Ich habe die auch früher, letztes Jahr hatte ich ja noch Tennis gespielt und da habe ich die auch immer irgendwie zum Training getragen und die sehen einfach so gut aus. Also man kann die auch irgendwie, finde ich, zu allem kombinieren. Man kann es schick, aber auch voll sportlich kombinieren mit Sneaker oder so und ich mag es richtig, richtig gerne. Ja, dann habe ich noch ein Kleidungsstück bekommen. Das ist eine Schlafanzughose, die ist beige und hat hier an der Seite jeweils so einen weißen Streifen, also auf jeder Seite eben. Und die ist einfach so, so weich, also es ist richtig gemütlich. Also damit kann ich wahrscheinlich echt gut schlafen und die geht halt ziemlich lang runter und hat dann hier unten so einen Bund, wo sie eben wieder enger wird. Man kann die eben auch zubinden, was sehr gut ist, weil es kann halt sein, dass sie ein bisschen zu groß ist. Ich weiß es nicht, das ist Größe S. Und die ist von River Island, also mega cool. So Schlafanzüge zu Weihnachten ist irgendwie, finde ich, auch immer voll das gute Geschenk. Ja, freue ich mich auch richtig drüber. Dann habe ich noch etwas von Pandora bekommen. Wie süß ist bitte schon allein die Tüte? Ich finde, Pandora verpackt immer alles so, so schön. Genau. Das ist nämlich ein Pandora-Anhänger für mein Armband, was ich habe. Und der sieht so schön aus. Der ist eben so glasig und drin ist es so pink, rosa und also den werde ich da auch direkt mal dran machen. Darüber habe ich mich gestern auch voll gefreut. Ich finde gerade so Anhänger für Schmuck kann man auch immer super gut verschenken. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Thomas Sabo Anhänger und ja, richtig, richtig schön. Pandora ist echt eine voll tolle Marke für Schmuck, also kann ich nur empfehlen. Dann hatte ich mir auch noch etwas für die Wohnung von Chris und mir gewünscht und habe das auch bekommen. Und zwar sind das Vorhänge. Die sehen so aus und die sind eben so grau, aber so ein bisschen glänzend irgendwie. Also es ist ein sehr cooler Stoff, finde ich. Und die sind von der Marke Fossberg. Und ja, also das sind eben zwei Stück. Und ich hoffe, die passen bei uns hin, sonst muss man die halt ein bisschen kürzen, aber ich denke, das sollte passen. Ich finde die Farbe echt cool. Und wir haben eben zwar schon Vorhänge in der Wohnung, aber ich wollte gerne neue haben, weil die nicht mehr so schön sind. Und ich finde, die sind echt richtig gut. Also die hat Mama voll gut ausgesucht. Die hatte ich mir halt auch nicht gewünscht. Also ich habe mir Vorhänge gewünscht, aber nicht gesagt, welche ich haben möchte. Mama trifft da echt immer meinen Geschmack. Also das ist voll cool, wie sie mich kennt irgendwie. So, das nächste, was ich bekommen habe, ist etwas größer. Ich muss mal schauen, dass ich das überhaupt ins Bild bekomme. Ein Kamerastativ habe ich bekommen. So ein großes habe ich halt auch noch gar nicht. Das hier oben ist, glaube ich, der Name von dem Stativ. Und die Marke ist das hier. Tripod oder so. Das war jetzt aber nur der Karton. Das gute Stück befindet sich nämlich hier schon. Das Stativ hier kann halt auch einfach bis 1,70 Meter groß werden. Also man kann das echt richtig weit ausfahren. Und damit kann ich dann auch im Stehen filmen oder so, weil ich bin noch nicht mal 1,70. Und ich finde es so cool einfach, dieses Stativ. Also damit kann ich echt viel machen und ich freue mich da echt richtig drüber. Ich glaube, das ist voll cool und das ist auch super stabil irgendwie. Also ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Und hier ist die Hülle dazu. Also da
war das Stativ drin. Ich weiß nicht, ob ich das da immer wieder reinfriemel. Ist halt viel besser zum Transportieren, weil hier auch noch so eine Lasche dran ist zum Tragen. Das war auch nicht das einzige Zubehör für meine Kamera oder eben fürs Filmen. Ich habe auch noch was anderes bekommen von Canon. Und das habe ich mir auch gewünscht. Es ist ein Objektiv, wie ihr sehen könnt. Und das ist das ER 50mm f1,4 USM. Und ich habe das auch gleich schon an meine Kamera dran gemacht und es passt. Das ist ja das Wichtigste, dass es schon mal dran passt. Also das ist eben dieses kleine Objektiv jetzt hier vorne. Und ich finde, das sieht einfach schon voll hochwertig aus irgendwie. Also im Gegensatz zu dem, was ich davor hatte. Ja, das habe ich jetzt gerade nicht. Also ich hatte vorher eben einfach das da dran, was eben dran war, als ich es gekauft habe. Und das sieht einfach tausendmal cooler aus. Und ich habe auch schon Fotos damit gemacht von meinem Hund. Mal gucken. Vielleicht könnt ihr das sehen. Also das macht halt voll die guten Porträtfotos. Also wo der Hintergrund eben unscharf ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. So, wie cool sieht das bitte aus? Also ich muss echt sagen, mit dem Objektiv kann man nochmal tausendmal bessere Fotos machen als mit dem vorherigen. Also es wird einfach nur richtig cool und ich hoffe, ich kann damit auch coole Videos machen. Ich bin mal gespannt. Ich habe mich so darüber gefreut. Das ist natürlich auch das größte Geschenk gewesen, was ich bekommen habe, weil Objektive halt doch relativ teuer sind. Also das denkt man irgendwie immer gar nicht. Aber oh, ich freue mich da so drüber. Ich liebe einfach irgendwie so Kamera-Equipment. Keine Ahnung. Ich finde, Fotos machen macht einfach so Spaß. Das ist irgendwie so ein richtig cooles Hobby. Ich muss mich da echt noch mit ausprobieren. Also ich bin jetzt noch nicht super gut, aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Und ja, jetzt zeige ich euch mein letztes Geschenk. Das letzte Geschenk, was ich bekommen habe, ist in diesem Karton hier drin gewesen. Und ja, wie man sich wahrscheinlich denken kann, ist das hier eben ein Schuhkarton. Und die Schuhe zeige ich euch jetzt mal. So, das hier ist der eine. Und das der andere. Das sind eben so weiße, schlichte Sneaker. Es ist eine Disney Edition. Ich liebe Disney. Mickey Mouse ist es eben hier. Und die haben da drin auch so ein bisschen Fell. Das ist nicht echt, also das würde man fühlen. Und die Marke heißt Master of Arts, meine ich. Ich habe noch nie von der Marke gehört, aber wie schön sehen bitte diese Sneaker aus. Also, wow. Ja, und ich hatte die Schuhe gestern auch schon einmal anprobiert und die sind so bequem einfach. Also man kann voll gut in den laufen. Drin ist auch nochmal Mickey Mouse abgebildet. Also das sind echt so voll die passenden Schuhe für mich. Ja, Mama kennt mich einfach. Und die werde ich auf jeden Fall sehr oft tragen. Ja, und das waren jetzt auch schon die Geschenke, die ich gestern bekommen habe. Ich bin echt mit allem so, so happy. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch ein paar schöne Geschenke bekommen, die euch gefallen. Und dann genießt jetzt noch die zwei letzten Weihnachtstage, also heute und morgen. Genießt die Zeit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!